Hallo Freunde, ja, ich habe komische Locken heute. Egal. Ich werde heute den What's in my bag tag. Das reimt sich. Den werde ich heute machen. Und ja, mal schauen, was ich für komische Sachen in meiner Tasche verberge. Zunächst mal, also meine Tasche ist von Tommy Hilfiger. Die habe ich von der Simona aus den USA mitgebracht bekommen. Und ich weiß nicht, ob es die in Deutschland gibt, aber in den USA gibt es halt die in ganz vielen Farben und auch nicht ganz so teuer. Aber die habe ich so ziemlich überall und immer mit. Ja, da habe ich mein ganzes teilweise unnötiges Zeug drin. Fangen wir erstmal an. Da-da-da-da. Arbeiten wir uns systematisch vor mit den größten Sachen zuerst. Okay, also ich habe meistens eine Wasserflasche dabei. 1 Liter oder so. Man soll viel trinken. Kinder, ihr müsst viel trinken. Dann habe ich meinen Terminplaner meistens dabei, wenn ich ihn nicht gerade vergesse. Den habe ich von der Sally aus Neuseeland mitgebracht bekommen. Einfach ein, keine Ahnung. Da schreibe ich Hausaufgaben rein, da schreibe ich rein, wenn ich irgendwem eine Frisur machen soll. So Sachen halt. Nichts Spannendes. Dann habe ich als nächstes meine Brille. Die, ja, habe ich immer dabei, wenn ich mal in der Schule bin oder so und dann sehe ich manche Sachen an der Tafel nicht. Achtung, jetzt sehe ich sehr schlau aus. Moment. Seht ihr die Intelligenz? Die Intelligenz, die springt geradezu durch euren Bildschirm. Merkt ihr das auch, ja? Die Intelligenz? Wow, ich kann sie fühlen. Oh Mann, was ist heute mit mir los? Ja, meine Brille ist von Vogue, wenn ihr fragt. Die habe ich bei Fielmann gekauft vor kurzem. Die ist nicht stark, das ist nur 0,5. Aber ich sehe damit halt trotzdem besser. Logischerweise. Weil man mit einer Brille besser sieht. Dann als nächstes habe ich ein Deo. Das ist von Adidas. Action 3 Control 24 Dry Max System und keine Ahnung, was die hier noch alles drauf versprechen. Ich mag es gerne, weil das einen sehr angenehmen Duft hat und ich finde, dass es relativ lange gut riecht. Kennt ihr die Deos, die dann so nach 10 Minuten verfliegen? Ja, das ist halt bei dem nicht der Fall, deswegen ist das auch mein Lieblingsdeo. Als nächstes kommt hier zum Vorschein mein iPhone-Ladekabel. Das habe ich nicht immer dabei, aber manchmal bin ich einfach den ganzen Tag weg, wo ich nach der Schule nochmal irgendwo hingehe und dann komme ich abends erst, keine Ahnung, um 9 heim oder so. Und dann habe ich mein Ladekabel dabei, weil ich sonst den Tag nicht überlebe, wenn ich, ja, abgeholt werden muss oder so. Das wäre schlecht. Jetzt kommt dieses schöne Teilchen hier zum Vorschein. Das ist mein Mäppchen, das habe ich auch in der Schule immer. Und zwar habe ich das vor kurzem von der Judith geschenkt bekommen. Die hat das selbst gemacht mit der Hand und, schwer zu erkennen. Sie kennt mich gut. Ich habe mich so darüber gefreut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das hat hier so kleine Vögelchen an sich, hier so ein bisschen Spitze noch, Knöpfe und Schleifen. Und ja, hier ist mein ganzer Schulkram drin. Nichts Spannendes. Eigentlich immer ganz gut, ein paar Stifte dabei zu haben, wa? Mit denen kann man dann in den Terminplaner reinschreiben. Manchmal kommt noch ein Stift zum Vorschein. Ich muss sagen, ich habe meine Tasche vorher aufgeräumt, sonst ist da ein bisschen mehr Müll drin und so. Dann habe ich meistens noch meinen Geldbeutel dabei. Den hat die Sally mir auch aus Neuseeland mitgebracht. Der ist. Ich weiß nicht, ich habe immer so viel Kleingeld, weil ich einfach nie mit den roten Münzen bezahle. Einfach nie. Und deswegen sammeln die sich da drin. Dann ist es einfach so richtig fett und schwer. Und eigentlich, ich kriege halt immer mehr dazu, weil ich immer mit so 2-Euro-Münzen bezahle, was total der Schwachsinn ist. Aber so komisch bin ich halt. Achso, unter dem Geldbeutel sind meistens kleine Haargummis drin und so. Das habe ich aber schon mal irgendwo erwähnt. Meine Locken sind echt bouncy, muss ich schon sagen. Und das Krasse ist, da ist nicht mehr Haarspray drin bis jetzt. Da ist nur Schaum drin. Faszination? Bei meinen Haaren? Hallo? Okay, guck mal, gebt euch das. So viel zu System. Egal, ich habe hier als nächstes einen Hand Sanitizer, so eine Art Wort.
Handdesinfektionsgel. Das ist von Bath & Body Works und das habe ich auch von der Simona bekommen. Das riecht so lecker einfach, weil das so... Das riecht total süß und das ist total verstörend, weil da noch ein bisschen das von diesem Sterilium, dieser Duft dabei ist. Und irgendwie gibt es zusammen keinen Sinn. Aber es ist trotzdem angenehmer als pures Sterilium. Dann habe ich manchmal, nicht immer, meinen Lippenstift dabei, den ich an dem Tag trage. Ich habe mir einen neuen gekauft von Essence. Das ist jetzt die Farbe 01 Coral Calling. Den habe ich heute drauf. Ich mag die Lippenstifte, aber das wisst ihr ja bestimmt schon, weil ihr ja immer meine Favoriten guckt. Richtig? Aha. Manchmal findet man hier einfach nichts drin. Nichts! Dann habe ich manchmal, auch nicht immer, meine Camouflage Cream von Catrice dabei. Einfach, wenn ich merke, okay, du brauchst ein bisschen Deckung. Haha, geh in Deckung. Mal Spaß. Nein, manchmal brauchst du einfach ein bisschen Deckung und dann kann ich das auch nachfrischen. Die Tasche wird leerer. Mysteriös. Dann habe ich manchmal Kaugummis dabei. Das sind jetzt Kaugummis, die habe ich auf einem Event auf der HSN in Stuttgart gekauft. Und zwar war das so eine Aktion, wo man sich für 1 Euro Kaugummis holen konnte. Dieser 1 Euro wird dann halt gespendet. Und ja, das waren eigentlich wie Wild-Kaugummis. Und jetzt ist es Count für Afrika, Code Red, jetzt ist deine Zeit. Manchmal findet man solche mysteriösen Teile in meiner Tasche einfach nur in Stick, wo ich, keine Ahnung, manchmal habe ich da Videos drauf, manchmal will mir einfach jemand ein Bild oder sowas geben will. Also es ist ganz praktisch, mal einen Stick dabei zu haben. Okay, die Tasche wird leerer. Oh, hier in dem Seitenfach habe ich meistens meine Kopfhörer drin. Ich finde meine Kopfhörer gerade nicht, die ich sonst immer benutze, aber ich habe fast immer Kopfhörer dabei, weil ich immer beim Bus fahre. Ich fahre sehr viel Bus. Ja, höre ich immer gerne Musik. Letztes Fach. Also sie hat ein riesig großes Fach erstmal. Dann hat sie auf der einen Seite hier so 2 Fächer. Da tue ich öfter mal mein Handy rein oder so. Und dann hat sie hier noch einen Reißverschluss. Und ja, bin ich der einzige Mensch? Oder kennt ihr das auch? Ich habe immer ziemlich viele Bobby-Pins dabei. Oder Haargummis oder alles. Aber irgendwie habe ich in jeder Tasche so eine ganze Handvoll Zeugs drin. Es ist sehr praktisch. Ich habe immer irgendwas zum Haare wegmachen. Oder wenn mir langweilig ist. Oder wenn andere fragen. Oh ja, ich werde ziemlich oft gefragt. Und ganz aufgeräumt habe ich meine Tasche doch nicht, weil manchmal, wenn ich an der Kasse bin, geben die mir dann diese roten Centstücke zurück. Und ich bin dann zu faul, nochmal meinen Geldbeutel rauszuholen und dann wieder das Geld reinzusortieren. Deswegen schmeiße ich manchmal einfach meine Tasche. Ja, das war so die Tasche von innen. Vielleicht, wenn ihr die Tasche so cool findet, dann könnt ihr ja vielleicht mal im Internet gucken. Vielleicht gibt es sie ja irgendwo, wo man die sich bestellen kann. Ich habe manchmal ziemlich viel Krimskrams dabei, fällt mir gerade auf. Okay, Freunde. Ja... Keine Ahnung, was ihr diesem Video jetzt entnehmen möchtet, außer dass ich immer ziemlich viel Zeug dabei habe. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, möglichst bald und so. Tschüss, over and out. Was ist heute los, ganz ehrlich?